Wir haben in der Lehrveranstaltung Personalentwicklung Praxisprojekt die Ehre gehabt, mit der TUI als unserem Praxispartner gemeinsam an der Fragestellung zu arbeiten, wie kann die TUI attraktiver werden am Arbeitgebermarkt, also wie können sie die Talente von morgen besser anziehen, und wir haben da eingangs eine Veranstaltung gehabt, wo man eben mal absteckt, so was sind die Ziele, Rahmenbedingungen, was wird von uns verlangt, was können wir als Studentinnen und Studenten leisten, aber eben auch der Praxisbetrieb, das Unternehmen, die TUI, hat dann natürlich auch gesagt, was sie für unser Projekt geben können, und so geht man dann eine gemeinsame Reise über ein paar Monate hinweg. Wir arbeiten gemeinsam mit den Studierenden ein ganzheitliches Employer Branding Konzept. Das heißt, wir schauen uns einerseits die interne Perspektive an, was sagen unsere Mitarbeiter über uns als Arbeitgeber, schauen uns aber auch gleichzeitig an, was sagen Leute aus der Branche oder auch Schülerinnen und Schüler aus Tourismusschulen zum Beispiel über uns als Arbeitgeber. Und wir versuchen da einfach ein Konzept zu erstellen, wie wir uns zukünftig besser am Markt positionieren können. Corona-bedingt haben wir die Abschlusspräsentationen online gemacht. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele VertreterInnen von TUI auch zum Termin erschienen, haben unsere Präsentationen aktiv mitverfolgt, Fragen gestellt, kritische Fragen gestellt, und man hat gesehen, dass die wirklich begeistert sind und damit arbeiten wollen. Ein Ding, was herausgearbeitet worden ist, ist zum Beispiel die Bezeichnung unseres Berufes. Und das ist eigentlich in der Anschreibung ganz offen platziert, das haben wir wahrscheinlich gar nicht so im Fokus gehabt. Und genau diese Bezeichnung müssen wir jetzt einmal erledigen, damit man unten im Detail viel mehr Ansprache oder viel mehr Power dieses TUI-Spirits mehr oder weniger in die Beschreibung reinkriegen. Wir haben eine Fokusgruppe an einer Zielausbildungsstätte durchgeführt, haben hier mit den SchülerInnen verschiedene Themen erarbeitet, und ein zentrales Ergebnis war, dass die Berufsbezeichnung Reisebüroassistentin für die Zielgruppe tatsächlich wenig attraktiv ist. Das wird tatsächlich mit wenig Kompetenzen, wenig Know-how, wenig Professional verbunden, und hier braucht es sozusagen eine modernere Berufsbezeichnung in Richtung Urlaubsdesignerin, Urlaubsmaklerin. Was Studierende leisten können, ist natürlich, dieses weite Spektrum aufzunehmen. Und was natürlich bei den Studierenden für uns extrem interessant ist, ist dieser Praxisbezug. Da kommen ja aus unterschiedlichen Themenbereichen die Studierenden zusammen, und jeder kann seinen Input liefern. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn man sich aus einem Riesenpool aus Ideen und Inspirationen so ein wenig das Beste raussuchen kann und das auch nutzen kann. Ich finde, die Praxisprojekte sind für mich persönlich die Highlights im Studium, weil ich da einfach am meisten mitnehme, weil man wirklich diesen Bezug hat zur Realität. Und ich finde es total super, man kann auch kreativ sein und wirklich so dieses Theoriewissen, was man dann oft ja nicht weiß, wie kann man es umsetzen, genau da lernt man das. Musik